So, weiter geht die Reise mit unserem Freund Trevor und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5, die Story. Wir haben tatsächlich in der letzten Folge, ja, lang genug gesucht, um diese scheiß Schilder abzuarbeiten. Wir haben sie alle erwischt, wir müssen uns jetzt gleich mit Josh nochmal treffen, das wollen wir jetzt auf jeden Fall machen, daher bin ich jetzt unterwegs gerade zu ihm. Eigentlich hätte ich gedacht, okay, machst du auch in der letzten Folge, vielleicht kriegt er mal dann eine neue Mission, das wäre cool. Ja, in der letzten Folge, wie gesagt, habe ich ja gesagt, die Schilder haben wir gemacht, davor die Folge haben wir die erste Teil der Schilder gemacht. Und diese LSD-Clouds davor. Und jetzt gucken wir mal, was ist das? Ich will dir wieder nicht so lange, ewig lange Folge machen jetzt. Lucky Miss! Lucky Miss! Wie gesagt, wir machen jetzt ein bisschen Nebenmission. Ich habe jetzt die nächsten Folgen. Ich habe jetzt nämlich keine Lust auf ewig und drei Tage nur Hauptmission zu machen, sondern einfach auch mal ein bisschen Nebenzeugs zu machen. Es ist ja noch genug unterwegs. Okay, die Karte, das Ding nicht angezeigt, hätte ich tatsächlich jetzt mal ewig gesehen, weil ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ach, die Mission ist es. Oh, there you are. There you are. Tony, Tony, wasn't it? Here I am. Ja, Tony, bastard. Yeah, maybe. Alright. Well, you earned it. Room 9. She's right up there. Go for it, man. She's. Well, you just knock yourself out. Okay? So, was will der jetzt als nächstes machen? Wir müssen hochgehen. Ach, wir müssen da hochgehen. Die Frage ist, wohin? Entschuldigung. Da ist der Markerpunkt. Hey, hope you had a good time. Listen, I don't know if you're unter Dach und Fach. Maybe you could go give Lenny a wake-up call. This is what he looks like, right here. Okay. Now I think you can find him. He'll be doing some showings over Rockford Hills today. I'll give him more than a wake-up call. That's it. That's it. Okay. Die Frage ist, was müssen wir machen? Love you, man. Ja, ja. Find Avery at Rockford Hills. Sehr gut. Wenn es uns würde, von unserem Freund ein bisschen seine Konkurrenz ausschalten. Das mit den Schildern war ja nur der Anfang. Und jetzt gucken wir mal. Ja. Hier hoch oder was? Ja. So. Was haben wir hier, Josh? If it isn't my favorite real estate broker. Tony, buddy, are you in Rockford Hills yet? Almost. Good. I forgot to tell you. Avery drives a green Comet. Ah, don't worry, I'll find him. And after I scare the living shit out of this guy, I get some more bouncy, right? Oh yeah, of course. But Tony, listen, I kind of told him that you were coming. So much for the element of surprise. Yeah. I want him to know who's behind the pain that he's about to experience. Listen, I gotta go. Don't let me down, bud. Ja, super. Und wir müssen jetzt mit dem Typen, wir dürfen jetzt den Typen da jagen, oder was? Gut, dann weiß ich, welche Mission das ist. Und er hat auch noch zu kurz angekündigt zu sagen, finde den grünen Comet. Hey you, facelift! Come here a second. Hat er gesagt gerade Facelift? Wie denn? What did you call me? Have you seen an old guy with a green comet? Lenny Avery. Lenny? I love Lenny. He got me a deal in a 9-bed Tudor Tuscan last year. I saw him showing the house just up the street on the left. Say hi from Rosalind. Oh, I will. Cool, danke.
Hat er die. Wie hat er die gerade genannt? Facelift. Warte mal. Der soll hier irgendwo sein, der Typ. Gut, dass wir eine relativ schnelle Karre haben, weil der Combat ist nämlich dieser Porsche abklatsch. Warte mal. Hier rein oder was? Da ist er. Ja, der fährt nämlich schon irgendwie. This is why I hate Realtors. So, ich hoffe, dass wir nicht jetzt ewig drei Tage diese Karre hier verfolgen müssen. Und ja, wir sollten uns sicherlich dauernd durch Autos und die Karre fahren, so rum ist es. Weil ich die Waffen wechseln musste. That is one annoyingly fast car. Wenn der wie auf der Autobahn fahren würde oder so. Aber ich habe noch eine Karre dazwischen, das ist. What I'll do for bouncy bouncy, yeah. I have a message from Josh Bernstein. Oh, ich darf ihn nicht töten. Scheiße, das war natürlich nicht der Plan. Okay, wir müssen es nochmal versuchen. Ich dachte, ich soll den töten. Ich soll den ausschalten, aber irgendwie wollte er erst nicht. Scheiße. Fuck you, Arschloch! Ah, oh, das war mir klar. Der ist weg. Deine Mühle, gib mir dein Auto. Oh, Alter, Großmütterchen. Oh, ich muss noch eine Stunde brauchen. Mir leid, warte, ich muss meine Handtasche noch zusammen besuchen. Fuck you, Alter. Bouncy, bouncy. Ich glaube, ich habe den seinen Reifen mitten erwischt. Ich glaube, der wird so schnell nicht mehr weit für Ferrari kommen. Josh's business, or next time I won't be so gentle. Okay, okay, I got it. Is that supposed to intimidate me? Because it's working! Just calm down. Nobody needs to get shot. Wird er da einfach? So, damit der auch nicht bloß nichts macht. Der war so seine Mühle kurz. So, der ist erledigt, der Typ. Ja, ich hatte seinen Reif erwischt. Perfekt. So, jetzt gucken wir, ob ich die Karre kurz getuned bekomme. Da muss ich hin. Ach, das wäre so eine kurze Folge gewesen. Ach, Gott sei Dank, so, der ist erledigt. So, Josh haben wir da, glaube ich, abgearbeitet oder kriegen wir noch eine Mission?
Weil eigentlich erwarte ich jetzt, dass er tatsächlich nochmal eine Mission bekommt. Gibt. Weil ich bin schon ein bisschen weiter beim Gucken beim Let's Play. Weil GTA 5 kennt ja jeder die Story. Aber ich wollte es einfach mal beim Let's Play nochmal machen. Josh, ruf an. Trevor hat ja auch wieder mal sein Geld. Ich habe schön seinen Reifen mit, habe ich gehabt. Wie man sieht, aber da habe ich jetzt auch mal eine Probleme gerade mit Fahren. Ich hatte jetzt erwartet, dass wir noch ein bisschen was zu kriegen, eine Mission kriegen, weil... So. Ein Auto. Grün und Vierräder, ne? Lass mal auch schön dabei, die Grüne. Ah, komm, das war das Grün. Brückkäfig. Jetzt tue die Karma komplett um. Farbe. Ich will hier die schwarz haben, bitte nicht in die Kuschen. Reifenverbesserung. Schusssicher Reifen, Reifenqualm. Grüner Reifenqualm, so. Lass mal seine Karre mal auf jeden Fall. Oh, die sieht gar nicht mehr so. Oh, was für Karre sieht gut aus. So, Trevor. So, die Karre, die hat auch schön jetzt getuned. Ich hatte es erwartet, dass er noch mehr Geld bekommt. Hat er eigentlich wieder mal die Kohle, eine neue Garage zu kaufen, so nebenbei. Jetzt haben wir dann auch schön aus der Mission. Da oben ist noch mal einer der Anfang hier auf jeden Fall, würde ich sagen. Das hatte ich ja vor angekündigt. Ich dachte, wir werden machen jetzt. Er hätte jetzt so ein bisschen was. Ja, genau. Ja, Cops. Super. Scheiße. War ich jetzt nicht der Plan. This is a fine automobile. Scheiß Kopf, Alter. Ah, scheiße, da komme ich gar nicht rein. Also, da muss ich jetzt... So, die Kopf sind weg. Shit.
Der scheiß Dicker da, ey. Ah, Live-Bilder, die können wir ja auch noch. Die haben wir ja mal. Ach Gott. Ganz am Anfang mit Michael mal ein bisschen geärgert. Bei dem Prototypen ändert sich. Ich glaube, das war Folge 8 oder so oder 7. Mittlerweile sind wir schon bei. Ich glaube, jetzt 53 müsste das jetzt sein. Wenn ich richtig im Kopf habe. Oh mein Gott, Alter! So, das hat sich ja schon ein bisschen angekündigt, hatte in der letzten Folge, beziehungsweise, doch letzte Folge war das, genau. So. Und ja, wir sind wieder förmlich. Wie gesagt, ich mache jetzt ein bisschen Nebenmission. Wir haben ja lange genug jetzt Hauptmission gemacht. Dann machen wir jetzt ein bisschen Nebenmission. Aber damit würde ich sagen, fangen wir in der nächsten Folge an. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA 5.